zutreffender Befund. Es wird auch für Juristen, die mit dieser Materie tagtäglich zu tun haben, immer unübersichtlicher. Und das sind dann oft Nuancen in den Formulierungen, die aber dann wieder natürlich Auswirkungen in der Judikatur haben. Es gibt immer mehr Kommentare, Konkordanzkommentare, wo dann Grundrechtsbestimmungen des Grundgesetzes ausgelegt werden und dann im Vergleich mit der Grundrechtecharta und was ist anders und wo ist mehr und wo ist weniger und was hat das für Konsequenzen und in welchen Konstellationen kommt das eine zum Tragen und das andere. Das ist völlig richtig, es ist unübersichtlich das Ganze. Ändern könnte man es nur, wenn man halt eine einheitliche europäische Verfassung über alles drüber stülpt und letztlich damit auch die nationalen Grundrechtsquellen überwindet. Ob das allerdings wirklich das Ziel sein sollte, ich weiß es nicht. Ich fürchte nur, der Befund stimmt und wir werden jedenfalls auf absehbare Zeit damit und mit seinen Folgen leben müssen. Grundrechte richten sich gegen ihre Schutzobjekte. Das stimmt von der Aussage her, aber ich glaube in einer anderen Art und Weise, als es angesprochen wurde. Denn der Fall, dass Polizisten Beißhemmung haben und sich nicht mehr trauen, das hat jetzt nichts damit zu tun, dass das Grundrecht sozusagen seine Orientierung ändert. Das hat eher damit zu tun, dass aus Angst vor einer gewissen öffentlichen Meinung man nicht das tut, was man eigentlich tun soll und tun müsste. Das viel problematischere ist, dass den Grundrechten ja zunehmend Schutzpflichten entnommen werden. Und der Staat beginnt, in Realisierung dieser Schutzpflichten tätig zu werden. Und das, was er dabei tut, richtet sich gegen die eigentlichen Schutzgüter der Grundrechte. Also, Schutzpflicht, Bevölkerung vor Terrorismus zu schützen. Also brauchen wir Überwachung. Und Überwachung heißt aber, ich greife ein in geschützte Privatsphären und schaue dort hinein. Und lieber Bürger, wenn du nicht freiwillig sagst, was du dort machst, dann bist du ja automatisch verdächtig. Du musst dir etwas zu verbergen haben. Also das Problem ist, dass aus einer an sich gut gemeinten Fortentwicklung der Grundrechte sich wirklich das, was daraus wird, gegen den ursprünglichen Gedanken zu kehren beginnt. Christliche Grundwerte, Diskriminierung, ja, das kann ich nur unterschreiben, auch dieser Befund stimmt. Und wir erleben etwas, was eigentlich absurd ist. Stichwort homosexuelle Ehe. Wir erleben nämlich etwas, dass Grundrechte, die aus einer ganz bestimmten Kultur heraus gewachsen, geformt und entwickelt wurden, sich jetzt plötzlich beginnen, gegen diese Herkunftskultur zu kehren. Sehr schön zu sehen am Kruzifixurteil des Deutschen Bundesverfassungsgerichts, dass man kein Kruzifix im Klassenzimmer aufhängen kann. Sehr schön zu sehen an der Diskriminierungsjudikatur, wo jetzt plötzlich aus dem Gleichheitssatz abgeleitet wird, dass es ja diskriminierend ist, wenn eine Ehe nur von verschiedengeschlechtlichen Personen begründet werden darf, weil Mann, Mann oder Frau, Frau muss doch auch gehen, alles andere ist Diskriminierung nach dem Geschlecht. Das ist ein unerfreulicher Befund, aber das ist leider das, wo wir im Moment stehen und halten. Und die Judikatur der Gerichtshöfe marschiert einfach in diese Richtung. Botschafter Lehm, bitte.